Hallo YouTube-Freunde, mit diesem Video entführe ich euch in den Odenwald, und zwar in das Hotel Lärmfeuer. Der Tourverlauf. Unsere Tour mit Isabella als Tourguide, die Chefin des Hotels Lärmfeuer. Die Wirtsleute, Isabella und ihr Mann, fahren für die Mopedfreunde diese oder eine ähnliche Tour jedes Woche einmal, meistens montags. Sind meist von ausgezeichneter Qualität. Das gilt aber nur für die Straßen zwischen den Ortschaften. In den Ortschaften wird es manchmal ganz gewaltig holprig. Über schönes Wetter haben wir uns nicht beklagen können. Es war zwar etwas bewölkt, aber die Temperaturen waren doch sehr angenehm. Genießt die Fahrt und als Tourguide die Isabella vom Hotel Lärmfeuer. Isabella ist eine ganz ausgezeichnete Motorradfahrerin. Und sie lässt es in den Kurven oftmals ganz schön fliegen. Ich habe ganz bewusst die langweilige Streckenführung in den Wäldern und auch im freien Gelände weggelassen.
Auffällig im Odenwald sind die Dörfer, die längs der Straßen gebaut sind und deshalb sehr lange Durchfahrten haben. Auch hier wieder ein Dorf mit langer Durchfahrtsstraße. In diesen Kurven muss ich vorsichtig sein mit meiner X-Max, da ich sonst
den Hauptständer kratze auf der Straße. Das ist mir mehrmals passiert bei diesen Kurven hier. Isabella mit ihrer GS keine Probleme. Hier war wieder ganz kurz der Hauptständer zu hören.
Hier lässt Isabella ihre Kuh wieder fliegen. Auch hier wieder typisch ellenlange Watzdurchfahrten.
glaubt es kaum, aber hier wird sogar für die Motorräder Parkuhren verlangt.
Jetzt ist es 17.30 Uhr, wir haben es geschafft und man kann schon das Lärmfeuer sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute.